Hallo und willkommen zum Videotutorial zum Teilen von Brüchen oder auch das Dividieren oder die Division von Brüchen. Bevor wir mit Übungen einsteigen, vielleicht noch ganz kurz die Regel dazu. Also im Endeffekt ist das Teilen von Brüchen fast genauso einfach wie das Multiplizieren von Brüchen. Und wenn ihr euch erinnert, es war eigentlich auch schon ziemlich einfach. Es kommt nur noch ein Schritt dazu. Und zwar geht es folgendermaßen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier 1/2 durch 1/2. Dann muss man beim Teilen von Brüchen einfach nur den zweiten Bruch umdrehen. Das nennt sich Kehrwert. Und dann multiplizieren anstatt dividieren. Das heißt, anstatt hier zu dividieren, sagen wir einfach 1/2 mal, und jetzt dreht sich der Bruch einfach komplett um, das heißt Kehrwert, ja, von kehren oder umkehren oder umdrehen, und diese 1/2 gedreht sind 2 Eintel oder 2 durch 1. So, und jetzt ist es eine ganz einfache Multiplikationsaufgabe, die wir schon in einem anderen Tutorial besprochen haben. Und jetzt rechnest du einfach 1 mal 2 ist 2, 2 mal 1 ist 2. Das heißt, hier kommt 1 raus. Und es macht ja eigentlich auch total Sinn, weil das war jetzt noch nichts Neues, weil wir wissen ja von einem früheren Video schon, dass jede Zahl durch sich selbst multipliziert immer diese Zahl wieder ergibt. Also 5 durch 5, Entschuldigung, immer 1 ergibt. Das heißt, 5 durch 5 ist 1, 10 durch 10 ist 1, 2 durch 2 ist 1, aber auch 1/2 durch 1/2 ist auch 1. Das heißt, wir wissen hier, dass die Rechnung richtig war. Ist auch eigentlich nicht so viel Neues, wie gesagt. Vielleicht noch ein kurzes anderes Beispiel, um mal nicht, müssen wir nicht unbedingt bei den Brüchen bleiben. 2 durch 2 wissen wir ja auch, ist, was wir da eigentlich machen, ist, wir können auch rechnen 2 mal und dann hier wieder den Kehrwert rechnen. Und Kehrwert ist von 2, denkst du dir vielleicht, das ist aber doch gar kein Bruch, aber wir können ja jeden Bruch, jede ganze Zahl auch in einen Bruch umschreiben. Also wir hätten hier ja auch 2 durch 1 schreiben können und das dann drehen. Und dann ist es nichts anderes als 2 mal 1/2. Ja, 2 durch 2 oder 2 mal die Hälfte ist das Gleiche. Und 2 mal 1/2 ist 1. Also jede Zahl durch sich selbst multipliziert, ergibt immer 1. Gut, oder vielleicht, um das ein bisschen klarer zu machen, vielleicht noch ein Beispiel in die Richtung 12 durch 4. Und natürlich weißt du, dass 12 durch 4 3 ergibt. Wir können das aber auch mit einem Kehrwert rechnen, indem wir einfach sagen, 12 durch 4 ist das gleiche wie 12 mal der Kehrwert von 4. Und der Kehrwert von 4 ist 1/4. Also im Endeffekt hast du hier diesen Ausdruck, die Zahl und das Geteiltzeichen mit einem Mal und dem Kehrwert ersetzt. So, und 12 mal, und ich muss natürlich nicht 1/2 schreiben, das ist natürlich falsch, sondern 1/4. Ist euch bestimmt schon aufgefallen. So, nochmal mein Grün. 1/4. So, und es gibt, das können wir jetzt natürlich auch ausrechnen, 12 mal 1 ist 12 und im Nenner steht 4 und 12 durch 4 ist 3. Also ganz allgemein gilt für den Kehrwert, wenn ich eine beliebige Zahl habe, ist der Kehrwert für diese Zahl, schreiben wir nochmal dazu, Kehrwert ist dann 1 durch diese Zahl. Ja, oder wenn ich das als Bruch ausdrücke, könnten wir natürlich auch machen, a durch 1 ist Kehrwert 1 durch a.
oder am Beispiel von echten Zahlen, 2 Drittel, Kehrwert ist 3 halbe oder 5, ist quasi hier, Eintel ist ein Fünftel. So, ich hoffe, das ist soweit erstmal einleuchtend, genau mit diesem Kehrwert, das ist der Trick, das ist eigentlich der ganze zusätzliche Trick für die Division von Brüchen. Mehr musst du nicht wissen, um Brüche teilen zu können, und danach ist alles wie eine ganz einfache Multiplikation von Brüchen. Und das haben wir vorher schon erklärt und das, glaube ich, war auch ganz einfach. So, und dazu machen wir jetzt einfach ein paar Übungsaufgaben. Fangen wir direkt an mit 2 Drittel durch 5 Sechstel. Also zuerst, anstatt durch den Bruch, mal den Kehrwert. Also 2 Drittel mal, jetzt Kehrwert von 5 Sechstel ist 6 Fünftel. Einfach nur umdrehen, mehr ist es gar nicht. Und jetzt können wir das Ganze ausrechnen. 2 mal 6 ist 12 und 3 mal 5 ist 15. Können wir natürlich noch kürzen, indem wir durch 3 teilen. 12 durch 3 ist 4. Und 15 durch 3 ist 5, also 4 Fünftel als Ergebnis. Okay, machen wir gleich weiter. 7 Achtel durch 1 Viertel. So, auch hier wieder einfach auf den Kehrwert achten. Also 7 Achtel mal Kehrwert, also mal 4 Eintel. So, und jetzt wieder ganz normal Brüche multiplizieren. 7, also nur nochmal. Hier haben wir jetzt auch wieder Durchbruch mal Kehrwert. Ne? Nur, dass du nochmal siehst, was ich hier gemacht habe. So, und jetzt einfach Brüche multiplizieren. 7 mal 4, beziehungsweise jetzt können wir auch noch kürzen. Das heißt, und wir können hier durch 4 teilen. 4 durch 4 ist 1 und 8 durch 4 ist 2. Und jetzt können wir rechnen, 7 mal 1 ist 7, multiplizieren, und 2 mal 1 ist 2. So, und das ist unser Ergebnis, 7 halbe. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass das ja eigentlich ein unechter Bruch ist. Das heißt, es ist ein Bruch, der ist größer als 1. Und wenn ein Bruch ist eigentlich immer kleiner als 1, ein echter Bruch, und das ist ein unechter Bruch, den könnten wir jetzt auch noch umformulieren, indem wir einfach die quasi echten Anteile hier rausziehen. Also wie viele ganze Zahlen stecken da drin? Und das sind 3. Das sind 3 halbe, ne? Okay. Also 6 halbe und 1 halbe stecken da drin in dem 7 halbe. Okay, aber dazu gibt es auch nochmal ein separates Videotutorial zu gemischten und unechten Brüchen, wie man die hin und her ineinander umwandelt. Ist aber das gleiche Ergebnis, ist beides richtig, kannst du dir quasi aussuchen, was du dann als Ergebnis schreiben willst. Okay, dann nächste Übung. Minus 2 Drittel durch 5 halbe. So, auch hier wieder einfach minus 2 Drittel mal Kehrwert, also mal 2 Fünftel. Und schon können wir wieder zu unserem Multiplizieren zurück. Minus 2 mal 2 ist 4 und 3 mal 5 ist 15. Und damit sind wir schon fertig. So einfach ist das. Okay, ich hoffe mittlerweile langsam kommst du jetzt auch dahinter. Und ich glaube, es macht langsam einen Klick bei dir, aber wir rechnen einfach noch ein paar weitere Beispiele. 3 halbe durch 1 Sechstel ist gleich 3 halbe mal Kehrwert, also mal 6 durch 1. Hier können wir wieder kürzen. Ich nehme mal wieder eine andere Farbe. Und zwar durch 2 können wir hier schön kürzen. Das ist dann 1 und 6 durch 2 ist 3. Okay, und jetzt multiplizieren wir wieder unsere Brüche. 3 mal 3 ist 9. Und 1 mal 1 ist 1 und das ist natürlich 9. Okay, gut, was haben wir denn noch? Nehmen wir noch ein Beispiel. Minus 5 Siebtel durch 10 Drittel. Wieder die gleiche Formel, gleiche Regel von vorhin. Erster Bruch mal Kehrwert, also mal 3
Zehntel. Und ich rechne jetzt erstmal ohne Kürzen weiter. Könnten wir auch kürzen, ne? 5 und 10, siehst du bestimmt schon. Also minus 5 mal 3 ist minus 15. Und 7 mal 10 ist 70. So, und jetzt kann ich aber auf jeden Fall kürzen. Und 15 war das hier, Entschuldigung. Jetzt kann ich hier schön durch 5 kürzen. Also 15 durch 5 ist minus 3. Und 70 durch 5 ist 14. Gut, noch ein paar Übungen, bis uns schwindig wird. Also 1,5 durch minus 3. So, jetzt sagst du aber, Moment mal, das ist ja gar kein Bruch. Ist auch richtig, minus 3 ist kein Bruch, könnten wir aber als Bruch schreiben. Und das machen wir jetzt auch. Das ist nämlich 1,5 durch minus 3 Eintel. Ne? Ist genau das Gleiche. Minus 3 Eintel ist minus 3. Okay. So, und jetzt kann ich wieder unsere Formel oder unsere Regel anwenden. Einfach mal Kehrwert, also 1,5 mal minus 1 Drittel, einfach gedreht. Und jetzt rechnen wir wieder. 1 mal minus 1 ist minus 1. Und 2 mal 3 ist 6. Kommt also minus 1 Sechstel raus. Gut, was haben wir noch? Achso, das kann ich jetzt natürlich auch andersrum rechnen. Ich kann auch rechnen minus 3 durch 1,5. Mal schauen, was da rauskommt. Auch hier wieder ganze Zahlen als Bruch schreiben. Also minus 3 Eintel durch 1,5 ist das gleiche wie minus 3 Eintel mal Kehrwert, also mal 2 Eintel. So, und das ist minus 3 mal 2 ist 6, durch 1 mal 1 ist 1 und 6 durch 1 ist 6. Gut. Was machen wir noch? Wir machen noch ein, zwei Aufgaben. Und zwar, vielleicht können wir das auch nochmal ein bisschen bildlich darstellen. Also rechnen wir nochmal eine andere Aufgabe. 2 durch 1 Drittel. 2 durch 1 Drittel können wir, wie gesagt, umformulieren in 2 Eintel mal 3 Eintel. Das war jetzt schon direkt der Kehrwert von 1 Drittel. Und da muss ich auch tatsächlich Eintel hinschreiben und nicht Drittel. So. Und was ist das? 2 mal 3 ist 6. 1 mal 1 ist 1, also 6. So. Wie können wir uns das jetzt bildlich vorstellen? Also stell dir mal vor, du hast zwei Pizzen hier. Eins und noch eine. So, und jetzt willst du die Pizzen in Drittel unterteilen. Was heißt das eigentlich durch ein Drittel? Also willst du es in Drittel unterteilen. Das heißt, wir machen jetzt aus dieser ganzen Pizza jeweils drei Teile. Also Drittel. So, jetzt habe ich für die erste Pizza Drittel und für die zweite Pizza Drittel. Sieht aus wie ein buntes Mercedes-Sternzeichen. So halb. Und jetzt kann ich zählen, wie viele Drittel das jetzt eigentlich sind. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das sind genau unsere 6 als Ergebnis. Also zwei Pizzen in Drittel unterteilt sind 6 Drittel. Das ist eigentlich umformuliert, wenn man es sich bildlich vorstellen will, die Aufgabe. Okay, letzte kurze Aufgabe noch. Was rechnen wir noch? Minus 7 Halbe durch minus 4 Neuntel ist gleich minus 7 Halbe mal Kehrwert minus 9 Viertel ist gleich. So, minus 7 mal minus 9, bitte merken, minus mal minus gibt immer plus, also 7 minus 7 mal minus 9 gibt 63 und 2 mal 4 ist 8. So, das war's, viel Spaß damit. Kannst dir ganz einfach merken, dividieren ist nichts anderes wie, oder Brüche teilen ist nichts anderes wie Brüche multiplizieren, nachdem du vorher einfach den Kehrwert gebildet hast. Okay, viel Spaß damit. Tschüss.